Bei Let's Dance steht in Show 10 eine große Veränderung bevor, und die gab es weltweit noch nie. Nach dem Aus von Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin in der vergangenen Let's Dance Show konzentrieren sich die Paare voll und ganz auf die kommende Sendung 10, in der die Stars ihre Magic Moments vertanzen dürfen, eine der wichtigsten und emotionalsten Shows, die die Fans wie auch die Paare in den vergangenen Jahren liebgewonnen haben. Let's Dance Umzug. Show 10 findet im Musical Dome statt. Nun hat RTL aber eine überraschende Ankündigung für Show 10 bekannt gegeben. Zum ersten Mal wird Let's Dance nicht im Studio stattfinden, ein absolutes Novum weltweit. Das Viertelfinale am 10. Mai findet in dem für diese Staffel neu gestalteten TV-Studio statt, sondern Kölner Musical Dome. Dort wird derzeit das Musical Moulin Rouge aufgeführt. Der Grund dafür ist das Motto des Abends. Let's Dance, a special musical night. Dem Bericht zufolge zieht die gesamte Produktion von Köln-Ossendorf nach Köln an den Rhein in den Musical Dome um. Auch das Jurypult, an dem Jorge, Mozzi und Joachim sonst sitzen, wird verlegt. Das Bühnenbild von Moulin Rouge bleibt als Kulisse. Das ist alles anders in Show 10. Die dann verbliebenen 5 Paare müssen zu den Songs des Musicals einen Tanz entwickeln. Zudem gibt es ein großes Opening vom Cast von Moulin Rouge. Auch das Exklusivspezial Let's Dance mit Frauke Ludowig wird aus dem Musical Dome zu sehen sein. Eine völlig neue Erfahrung, die so einige Herausforderungen bietet. Denn natürlich ist das Let's Dance Studio ganz anders aufgebaut als die Musicalbühne. Massimo Sinato, Katrin Menzinger, Malika Tschumev, Fadim Gabusov, Anastasia Stan und Zsolt Sándor Cseke durften sich die neuen heiligen Hallen von Let's Dance schon einmal anschauen und erste Ideen für die kommende Show 10 entwickeln. Nach dem Viertelfinale nächste Woche geht es dann eine Woche später, am 17. Mai mit dem großen Halbfinale in Show 11 ganz normal aus dem TV-Studio weiter.